Heilbronn is well known as one of the strongest economic regions within the federal state of Baden-Württemberg. Though not yet famous as a university city, Heilbronn enjoys a community of over 8,000 young students. So what does Heilbronn have to offer? The internet site Hochschulen Hoch 3 asked students why they specifically decided to do their degree at Heilbronn. The university includes two higher education sites, the Sontheim campus and the Bildungscampus near the town center. In addition to full-time degree courses at Heilbronn University, leading to bachelor and master's degrees in business, engineering and information technology, there is also the opportunity to study at the Baden-Württemberg Cooperative State University, where students spend half of their time on campus studying theory and the other half on internships in companies where they can learn on the job. For current employees seeking further education, there are two institutions that offer a variety of part-time master's degree courses: the German Graduate School and the DHBW Center for Advanced Studies. Since 2018, the Technical University of Munich has opened a new branch of its School of Management at the Heilbronn Bildungscampus. An independent new tuition and research unit are planned for the near future. Campus hat einen sehr guten Ruf und Heilbronn als kleines Nestchen noch entwickelt sich super schnell. Ich finde genau das ist die Stärke, dass es noch nicht so etabliert ist und mit den Studenten zusammen wachsen kann. Alles gut fußläufig erreichbar. Wenn man so ein bisschen nach draußen geht, dann kann man auch so ein bisschen Idylle, die Weinberge genießen. Gerade auch die Ausstattung, wenn man sich mal den Campus anschaut. Hier wird ständig überall gebaut, neue Gebäude kommen hinzu. Man studiert schon sehr gerne hier. Gefällt vor allem die Neckarmeile, die verschiedenen Gastrobetriebe dort. Der Wertwiesenpark, dort gehen wir dann mal was grillen. Im Sommer eine super Möglichkeit, zusammen Sport zu treiben, Volleyball oder Fußball. Generell im Sommer gibt es sehr viele schöne Orte, der Wartberg. Also wenn jemand eher so Naturfreund ist, kann auch sehr gerne wandern gehen. Ein Event, was mir super gefällt, ist das Weindorf. Da kann man wirklich die verschiedensten Weine probieren. Wir haben ja den Hochschulsport am Campus, da wird ja ziemlich viel angeboten. Wie beispielsweise Fußball, Volleyball, wo ich auch aktiv mitmache. Zahlreiche AGs, technische AGs, sporttechnisch gibt es hier auch ein Eishockeystadion, der Heilbronner Falken. Morgens am Neckar entlang joggen und am Abend natürlich das wohlverdiente Glas Wein. Es wird langsam zu einer Studentenstadt. Es wird wirklich überall gebaut, egal ob Firmengebäude, naturwissenschaftliche Gebäude, zum Beispiel die Experimenter oder eben auch Wohnräume. Vor allem die Infrastruktur ist besser geworden, die Straßen werden besser. Vor 2 Jahren war diese Strecke da am Neckar. War noch gar nicht ausgebaut, wie schnell sich das halt entwickelt hat. Die Stadt wird von Jahr zu Jahr vielseitiger. Und ich glaube, da ist Heilbronn auf jeden Fall auf einem guten Weg.